Ja, nachdem unsere Helden jetzt den Panzer rausgekramt haben. Rüstungsklasse 3, 0 gegen Klinge. 3, 0 gegen. Ja, ist identisch. Sieht halt nur ein bisschen imposanter aus. Aber so hat Terek jetzt auch seinen Plattenpanzer. Okay, und In nun Ordnung. können wir zu dem anderen Teil. Nämlich dahin. 2 Tage dauert die Reise. Wenn wir jetzt direkt zurückreisen würden, In Ordnung. wäre die Rüstung fertig. Oh, eine Riese. Ah, hallo. Aus dem Weg. Wie ungehörig. Wartet einen Moment, ich habe ein paar Fragen an euch. Rotsee hat keine Zeit, mit Knirpsen zu reden. Muss weglaufen. Wovor lauft ihr denn weg? Rotsee rennt weg vor heiligem Ort. Er rennt, damit er nicht sterben wie andere. Meint ihr den Tempel da drüben? Ja, Rotsee war Wächter für gute Priester in heiliger Ort. Aber dann kommen böse Priester. Töten gute Priester und andere Werbeek-Wachen mit böser Magie. Aber Rotsee klug. Er fällt zu Boden, damit böse Priester denken, er tot. Als sie weg, Rotsee steht auf und rennt von heiligem Ort. Ihr seid halt nichts als ein. Nein, nein, nein. Ziemlich schlau für einen Werbeek. Nein, nein, nein. Erzähl mir von diesen bösen Priestern. Warum haben sie den Tempel angegriffen? Nein. Rotsee, genug geredet. Jetzt rennen. Er wegrennen, bevor böse Priester zurückkommen und ihn auch töten. Du bist gar kein richtiger Riese. Aber bist ziemlich nah dran. Gewiss. Wir sind jetzt 2 Tage gereist, aber anscheinend ist keiner müde, also müssen wir vor kurzem kampiert haben. Dann gucken wir einfach direkt rein. In Ordnung. Und wir werden nicht direkt angegriffen. Das ist schon mal Vorwärts. vorteilhaft. Ja. Noch besser wäre es aber eigentlich, wenn wir uns mal hier drin umschauen. Ich bin hier. Dafür wäre So es gut eigentlich wie gut, wenn sie sich erledigt. verstecken könnte. Kann sie nur nicht wirklich. Deswegen schauen wir doch mal in die Tranktasche hier. Unsichtbarkeitstrank. So, dann kann sie den jetzt trinken. Und dabei hoffentlich sogar noch Fallen suchen. Geht klar. Nein. Wahrscheinlich nur eins zur Zeit. Das ist schon mal ein guter Anfang. Also wir werden sofort einen Kampf haben. Da hätten wir uns den Trank auch sparen können. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Tempelschänder! Wieder entweiht ihr diesen Tempel mit eurer verbrecherischen Gegenwart. Beruhigt euch, mein Freund. Wir führen nichts Böses im Schilde. Wir kommen aus der belagerten Stadt Kuldahar mit einem Auftrag von großer Wichtigkeit. Ruhe! Glaubt ihr etwa, die Kinder des vergessenen Gottes sind so dumm, sich von derlei Lügen zweimal an einem Tag täuschen zu lassen? Jetzt werdet ihr für euer unbefugtes Eindringen bezahlen. Wache! Die Eindringlinge sind zurück. Das heißt, ihr seid jetzt die Guten? Oder seid ihr die Bösen, die es übernommen haben? Und die Bösen, die es übernommen haben, wurden schon mal von jemand anderem überfallen? Ist gerade noch ein wenig zu komplex für den armen Paladin. Aber er wird angegriffen, also haut er einfach zurück. Alle Mann auf den Priester. Nicht unbedingt im Nahkampf. Oh, du Aber kannst denn, sicher. Wo du gerade noch so schön versteckt bist, einmal backstabben. So, das bitte an. Dein Befehl? Jawohl! Randa. Aha! Auf in den Sieg! Bin dabei! Was hast du da unten? Nicht auffindbar. Ach, wegen dem. Ja. Oh. Wir hätten auf jeden Fall rasten sollen. Direkt, du bist hinten dran, ne? Man sieht dich irgendwie gar nicht. Aber ja, du bist du. Als einfach. Die sind echt zäh, die Bastarde. Hey.
nicht. Ist etwas nicht so? Sollten wir mir nicht mithelfen, mit den Einhornlanzen zu besorgen? Ja, kein Problem. Ich bin vorbereitet. Du kannst sehen. Hoffala. Gut, noch ein, zwei Heilungen. Kann ich helfen? Und dann können wir uns weiter umgucken. Hoffentlich sind hier nicht ganz so viele Fallen wie in der Gruft. Aber im Tempel sollte man eigentlich nicht unbedingt mit Fallen rechnen. Bei der Gruft ja, wegen Dieben. Aber hier? Diese Statue, die überaus groß ist, stellt eine in Roben gehüllte Figur dar, die mit überkreuzten Beinen da sitzt, als würde sie meditieren. Sie hat dieselben Gesichtszüge wie die anderen Statuen draußen. Sofort! Ja, das sind jetzt die toten alten Wachen. Ich wasch mir Wachen der guten Priester. Blut. Auf in den Sieg! Also einsam ist kein Problem, solange kein Magier dabei ist. Oder Tempeldiener halt. Waren ja keine Magier. Ja, tote Tempeldiener. Nach Beute suchen können wir später. Erstmal sicherstellen, dass hier alles tot ist, was uns an den Kragen möchte. Danach können wir Gwendolyn einmal durch alle Räume schicken. Besiegen sie wahrscheinlich ihren immer vollen Beutel haben sollte, oder? Gewiss. Oh. War aber jemand ganz schön fleißig. Oh. Schieß auf die Magier. Du ebenfalls. Hä? Ja, du benutzt den Stab. Ja? Und du guckst mal, ob die Magier, die Priester da wirklich so nett sind. Nee, leider Schaden durch Magie von Yalin. Also es sind die bösen Priester. Müssen wir uns hier keine Gedanken machen. Das ist schon mal gut. Alle, die können, bitte auf die Priester schießen. Und idealerweise auch unterbrechen. Ja, kommst da nicht an. Danke, dass du näher kommst. Ja, dann schnappt euch die mal. Druiden zu sein, keine richtigen Priester. Was auch Sinn macht, denn der Anführer von diesem Kult ist ja auch ein Druide gewesen. Oder ist es vermutlich immer noch? Es soll geschehen. Okay, das war jetzt die Ecke. Das heißt, wir versammeln uns hier. Kam da gerade noch? Oh, da kommen noch welche. Auf in den Sieg! Ich bin jetzt alle auf einmal hier. Euer Leben ist verwirrt! Ah. So verflucht. Kann man das mit dem Segen aufheben? Ah. Ja. Ist es denn wirklich verflucht? Ja, ist es. Ah. Euer Leben ist verwirrt! Lass mich wissen. Brauchst du mich? Vita Mortis. Vita Mortis. So, haben wir jetzt diesen Bereich gesäubert, damit Brandon ein bisschen stöbern gehen kann? So oder so schnappt sie sich schon mal den Beutel. Kein Problem. Ja, sieht okay aus. Also, dann fangen wir doch mal an. Mit der Truhe da. Nee. Bisschen Ramsch, bisschen Gold. Oh. Das könnte was wert sein. Das ist erstmal weg. Oh,
Weinregale. Wer ist ein teurer Wein drin? Was sind das Bücherregale? Hm. Muss man auf jeden Fall Tränke drin. Ja. Nicht immer die komischen Sachen aufheben. Geschichte des Nordens. Schädelfalle, das ist schon mal ein sehr praktischer Zauber. Sollte auch recht viel wert sein. Die Kronenkriege. Der Exodus der Elfen. Ausbreitung der Menschenrasse. Der Abstieg der Drow. Die finsteren Kriege. Ja, Bücher halt. Nicht unbedingt von sofortigem Interesse für die Gruppe. Können also erstmal ruhig da bleiben, wo sie sind. Und du lässt das mal hier. Gib's den Leuten ihre entsprechenden Utensilien. Das da sollte eigentlich ein Schutzamulett sein. Yep, Schutzamulett plus 1. Ist jetzt nicht kombinierbar mit dem Ring, richtig? Doch, ist es. Ha. Ja, dann lasse ich das doch auch mal so. Das heißt, er hat immer noch einen Punkt besser als Tirik. Dafür hat er aber kein Schild, also Fernkampfwaffen machen bei ihm mehr Schaden. Und er hält allgemein weniger aus. Das balanciert sich einigermaßen aus. Sofort. Achso, und natürlich keine Verteidigungshaltung, was einen recht großen Unterschied macht. Und keine prozentualen Schütze und. Also Tirik ist definitiv noch der bessere Tank. Ich sehe keine einzige Falle. Was sehr schön ist. Sich endlich mal ordentlich bewegen zu können. Los geht's! Ist hier irgendwas? Ja, da. Ganz einfach! Weiter! Geht hier doch bestimmt noch irgendwo nach unten, oder? Sonst wäre das ein bisschen zu klein. Ja. Immer bereit! Den da überraschen. Wie lautet deine Aufgabe? Wobei ich denke, er wird schneller sein als wir. Nee, war nicht. Ich schlag dich in Stücke. Magiebann hast du gesprochen? Das war. Unsinnfrei. Zauber werden. So. Ich schlag dich in Stücke. Aber wir machen mehr Schaden, als du heilen kannst. Sofort! Alles in allem keine wirkliche Bedrohung bisher. Eher lästig als gefährlich. Und da geht's hoch. Oh oh. So viel zu den Fallen unter Bedrohung. Wenn jetzt hier noch Gegner gewesen wären, dann hätte das schlimm enden können. Komm, wieder auf. Du wünschst? Kannst du nicht irgendwie Wasser auf die raufwerfen? Ein Zauber? Könnte ich Schneebälle schmeißen, dann werden sie bestimmt wach. Miam. Nutzen wir es einfach zum regulären Rasten? Nein, wenn wir überfallen werden, dann liegen die auf dem Boden rum. Das wäre nicht so gut. Guck bitte nach Fallen. Keine? Sicher? Okay. Also, hier oben haben wir uns also angeguckt. Oh, da stand ja noch einer. Euer Ende ist nah. Hier aber gut versteckt, ja? Ähnlich wie Rotzehe. Helfen? So, und du könntest mal dir selber Schutz vor Bösen geben.
Vorwärts! Ich lasse ihn jetzt einfach mal zaubern. Dann kommt er bestimmt gleich von alleine hier hin. Vorwärts! Oder wir laufen einfach in den Raum, wo die ganzen anderen Priester lauern könnten. Zack. Tun sie aber nicht. Gewiss. Na, nicht reinlaufen. Weiter. Fallen und so, ne? Euer Ende ist nah. Was hier? Euer Leben ist verwirrt. Vita Mortis. Bin dabei. Gott, also. Fallen, gucken und dann weiter vorrücken. Ansonsten ist keiner großartig verwundet. Segen ist noch aktiv, der Fluch ist ausgelaufen. Vorwärts! Da war eine Falle. Ganz einfach. Aber solange die Kämpfer reinlaufen, ist es kein Problem. Die halten ja das meiste aus. Wenn es jetzt eine Feuerballfalle wäre, das wäre dann nicht so schön, als wenn die Kämpfer reinlaufen. Zum einen tut es denen ganz schön weh und es könnte von der Reichweite her auch noch reichen, um unsere schwächeren Mitglieder zu treffen. Hier? Ganz einfach! Keine weiteren Fallen. Hey, ich traue euch nicht. Was soll uns erstmal die Nischen angucken? Nicht, dass wir jetzt hier vorstürmen, da auf Gegner treffen, dann kommen von den Seiten auch noch welche. Oh, Kiste. Das ist doch eine Falle, oder? Aha. Entweder das oder es ist irgendein wichtiges Relikt, das. Okay, ist eine Falle. Oh, magische Kettenrüstung. Ruf da. Ich schlag dich in Stecker. Kein Problem. Na, du kannst da oben fangen. Such nach Fallen. Alle anderen greifen einfach den Werbeck hier an. Da ist bestimmt eine Falle gewinnen. Schön lange drauf starren. Dein Befehl? Bist du ein Stolperdraht oder was auch immer da ist, siehst. Ich werde mich darum kümmern. Ja, in Ordnung. Da war jetzt kein Problem. Ich werde mein Bestes geben. Sofort. Wie stark muss ein Stein aus einer Schleuder jemanden treffen, dass er so zerplatzt? Oh, das ist eine Lederrüstung, oder? Da haben wir doch zwei Leute, die sich dafür interessieren würden. Ja, verstärkter Lederwams plus 1. 35 Widerstand gegen Wucht. Gut. Aber er kann auch ganz weg. Und ein Kettenhemd plus 1. Wobei der Schienenpanzer wieder besser ist als. Oder genauso gut ist. Aber der hier ist mir wert, also wird er verkauft. So, und du hast die ganze Zeit dahin gestarrt und es war keine Falle da. So, aber sicher. Schauen wir dir doch mal. Ein Wakishasi? Watsakashi. Allerdings ist es erstmal sehr komisch, dass so eine Waffe hier im hohen Norden in einer Kirche liegt und keiner von uns kann damit umgehen. Also, ja, wird das ignoriert. Magisches Bastardschwert, hm? Okay. Das waren die Nischen. Tiri, könntest du dich mal zusammenreißen? Ganz einfach! Mein Gott, ich werde jetzt ein bisschen rumalbern. Ah, oh, schade, sie wollte ihm gerade an der Nase rumdrehen. Geh mal da. Es soll geschehen! Hm.
So, wir sollen trotzdem noch einen Fallen suchen. Jetzt laufen wir jetzt richtig allesamt rein. Kriegen dann alle Schaden statt nur einer. Ganz schön weitläufig dafür, dass es unter der Kirche gebaut ist. Hat bestimmt eine ganze Weile gedauert, das hier auszuheben. Sag, was du vorwärts! So gut wie erledigt. Ah, da kommt Beschäftigung. Wie kann ich helfen? Für die anderen. Ja, oh, oh. So gut wie erledigt. Dann müssten wir doch was machen. Also schießen, Zauber. Der sollte jetzt umgehen. Oder nicht? Kommt her, wenn ihr euch traut. So soll es geschehen. Das ist jetzt nochmal, bevor er seinen Zauber durchbekommt. Gut. Und Girogon kriegt schon wieder ganz schön einen ab. Du heil den Mann. Ich erwarte deine Befehle. Dein Befehl? Vita Mortis. Euer Leben ist verbrannt. Ich bin vorbereitet. Ich kümmere mich. Der Abstand. Da ist ja noch einer. Sehr gut. Auf in die Schlacht. Auf die Wehr. Oh, du kannst mal den hier ausprobieren. Oh, so ganz green. Ja, 12 Schaden durch Kälte von Talana. Hilft trotzdem Girogon gerade nicht. Und der sollte nicht umkippen. Wir sind einen ganz schön langen Marsch von zu Hause entfernt. Oh. So viel dazu, dass hier nicht gefährlich ist. So schnell kann er plötzlich wenden. Geht klar. Ja, jetzt haben wir wieder seine Ge- Das ist doch Goblin leicht. Positiv sehen, wenigstens unsere Lederrüstung jetzt fertig. Weiß ja nicht, ob ich das wirklich so positiv sehen kann. Da, ich dachte, das geht jetzt hier direkt runter, aber nein, da geht es weiter. Nun gut, dann werden unsere Helden sich jetzt auf den Weg nach Hause begeben. Dort Girogon wiederbeleben, dem Magier einen Besuch abstatten. Der dann die Rüstung abholen. Und... ja, wir haben noch nicht so wirklich viel. Ja doch, das Schwert wird noch verkauft werden. Ein, zwei Kleinigkeiten zu verkaufen haben wir. Aber ich denke, deswegen werde ich nicht extra irgendwo hintappern. Nö. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn wir aber mit einem frisch belebten Girogon, kein Problem, der auch angezogen ist, vor dem Magier stehen, unsere Rüstung abholen. Ja, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich.